Wie gut haben Sie Rapid zu diesem Spiel gekannt und welche Spieler haben Sie am meisten überrascht? Rapid Vienna, abbiamo visto il filmato la prima di campionato. Wir haben das Video vom ersten Spiel gesehen und auch Spione im Stadion gehabt. Das ist eine Mannschaft, die sich sehr verändert hat, aber sie haben auch bereits eine gute Kondition. Und mit einer guten Kondition kann man jedem Gegner Probleme bereiten. Poi mettere in difficoltà tutte le squadre. Was ist Ihre Meinung zum österreichischen Fußball? Das ist ein Fußball, der versucht, sich in technischer Hinsicht weiterzuentwickeln. Taktisch sind alle Ligen auf einem Niveau, weil die Trainer gut vorbereitet sind. Ich denke, dass sie in technischer Hinsicht an sich arbeiten und auch die Früchte daraus ernten werden. Secondo me loro stanno lavorando sotto l'aspetto tecnico e avranno dei risultati. Was ist Ihre Bilanz nach den ersten Wochen bei Galatasaray und was erwarten Sie sich von der ersten Saison? Ma il bilancio dopo una settimana è un po' difficile. Eine Bilanz nach einer Woche ist schwer. Wir haben bislang viel gearbeitet und haben das auch gestern getan. Unser Saisonziel ist auf jeden Fall der vierte Stern, sprich wir wollen den 40. Meistertitel holen. Ja, natürlich ist es gut, aber man darf das Spiel nicht überbewerten, weil das erreicht in der zweiten Trainingswoche. Ich weiß, wie wir uns vor vier Wochen gefühlt haben in unserer zweiten Trainingswoche, also daher würde ich den Sieg jetzt nicht zu hoch ansiedeln. Natürlich ist es auch Prestige erfolgt und wir fühlen uns geehrt, dass wir gegen diese Mannschaft schlagen konnten, die letztes Jahr in der Champions League gespielt hat. Ja, und es tut einfach gut nach dem 6-1 in Salzburg, nachdem wir die ersten ein, zwei, drei Tage den Kopf hängen lassen haben und uns Gedanken gemacht haben, was jetzt die Fehler waren und die Taktikanalyse gemacht haben mit dem Trainer. Und dadurch hat sich das erledigt. Der Trainer hat uns gut aufgebaut, gut vorbereitet für das Spiel und das hat man auch gesehen heute. Ja, klar, für mich persönlich ein schönes Gefühl, vor allem jetzt nach dem Spiel in Salzburg auch. Für mich persönlich natürlich kein gutes Spiel, auch wenn ich zum Ende gekommen bin. Ich denke, dass wir auf die Leistung aufbauen können heute in dem 3:1 gegen Gala, weil Gala ja auch keine Mannschaft ohne Namen ist. Ich denke, wir haben gut gespielt, auch in der zweiten Halbzeit mit den Spielern, die dann nicht so oft für die Profis gespielt haben. Man kann aufbauen auf jeden Fall.